Hallo, hier ist defi.jetzt mit der 12. Ausgabe von Blockchain Espresso. Wir hatten ja im letzten Podcast von defi.jetzt hatten wir den Alexander Weibrecht zu Gast. Ah, da sehe ich gerade, da unten ist ein Schreibfehler, fehlt ein E. Naja. So, und der Alexander, stell noch mal kurz dein Projekt vor, über das wir das letzte Mal geredet haben. Hallo alle zusammen. Ja, gerne. Und zwar, das Projekt heißt Muna Radar. Und es geht dabei um eine Plattform, die als eine Art Krypto-Community konzipiert ist, in der Leute durch Krypto-Analysen und durch Daten, die wir denen bereitstellen in der Software, selbstständig lernen, quasi tolle Krypto-Projekte von schlechten Krypto-Projekten zu unterscheiden und dadurch sozusagen sich zum einen weiterbilden und zum anderen eben auch eine Art Wissensdatenbank für die ganze Community schaffen. Also ich finde das Projekt auch interessant und nicht nur ich, auch der Ralf und der Mario fanden das recht gut. Ich bin ja da jetzt auch schon Mitglied und habe da schon mal ein paar Meinungen losgelassen und ein paar Kommentare. Und erzähl vielleicht mal ein paar Projekte, die jetzt in den letzten Tagen dir untergekommen sind, über die Plattform, die dich faszinieren, interessieren. Sehr gerne. Also eines der Hype-Projekte, die über Moonaradar auch nicht nur mich, sondern auch meinem Partner, Geschäftspartner Florian, aufgefallen ist, das war die App Steppen, das ist der GMT-Token. Das war beispielsweise ein Governance-Token für eine App, bei der, auf die wären wir gar nicht gekommen. Die kam als Mooner, wurde die vorgeschlagen. Also das ist die Mooners und D-Coins mit einer relativ hohen, mit einer relativ starken Marktkapitalisierungsentwicklung im Verhältnis zu allen anderen. Und diese App ist im Prinzip eine sogenannte Move-to-Earn-App. Das ist ein NFT-Projekt, in der man sich im Prinzip virtuelle Sneaker kauft und die upleveln kann, wie bei einem Spiel mit viel Gamification. Und da stecken ASICs, da ist ASIC dahinter, da ist am Advisory Board ist einer der Adidas-Manager dabei. Das heißt, es geht um so eine, im Prinzip als Konkurrenz zu Rantastic und diesen ganzen Sport-Apps. Und hier verdient man eben Token und indem man sich NFTs kauft, mit denen man halt fürs Bewegen Geld bekommt oder Token bekommt. Und was interessant war, dass wir damals, bei dieser App kann man nur mit Einladungscode rein. Ist auch kein Affiliate-Programm oder so, sondern es ist wirklich so, diese Einladungscodes generiert das Tool nur, wenn man die App aktiv nutzt. Und witzigerweise versuchen zurzeit alle da reinzukommen. Der Discord-Channel dieses Projekts hat 500.000 Leute und ist voll. Die Telegram-Gruppe hat 200.000 Leute und ist voll. Also man kommt nicht mal mehr in diese öffentlichen Communities dieses Projekts. Aber trotzdem hat niemand von uns das auf dem Schirm gehabt. Niemand. Bis unsere Software uns das gezeigt hat. Und dann haben wir tatsächlich jetzt auch geschafft, da Codes zu bekommen. Und jetzt kommen auch viele von diesem Projekt bei uns ins Moonoradar, weil wir dort eben Codes verteilen. Ja. Also nur als Beispiel jetzt für ein Projekt, das so offensichtlich eigentlich ein Hype-Projekt ist, gerade bei dem viele reingehen und mit viel Potenzial. Aber das wäre uns nicht aufgefallen, hätte unsere Metrik, unsere Software uns das nicht gezeigt. Ja. Okay, und welche Projekte sind noch irgendwie dir aufgefallen? Spannend ist zum Beispiel auch BSwap, eins der ersten Mono-Projekte, bei denen ich investiert habe selber. Eine Plattform mit auf Basis von der Binance-Chain, eine Community mit über 249.000 Twitter-Follower, Riesenprojekt mit Liquidity-Pool, Gaming, eine Online-Lotterie auf Blockchain basierend, mit NFT-Projekt und eigenem also dezentralen Exchange und mit ziemlich viel coolen Funktionen, ist mir auch nicht aufgefallen. Kannte ich nicht, wusste ich nicht. Ist wohl so ein Insider-Ding unter den Binance-Chain-Leuten und das ist mir auch aufgefallen durchs Moonradar. Okay, hast du noch ein drittes Projekt? Weil alle guten Dinge sind ja drei. Ja, klar. Also dann noch Dotmoves ist im Prinzip, geht in die Richtung von, das war unser allererstes Projekt, das wir vor ein paar Wochen gefunden haben. Das ist zwar meist im Minus jetzt, aber das hat trotzdem viel Potenzial. Da geht es darum, das ist eine Augmented Reality App, bei der man seinen Fußball jongliert. Und dann eben fürs Jonglieren eben von erkennendes Jonglieren mit seinem Fußball eben dann Coins bekommt. Und das Ding hat ein paar Millionen Nutzer. Das Ding hat richtig große Investment-Funds dahinter und das wird echt genutzt. Das ist eine Riesen-App, aber hat natürlich auch den Kurseinbruch jetzt nicht so gut überstanden, aber hat halt kleine Marktkapitalisierung.
Aber wie gesagt, ich investiere jetzt durch Moonradar halt in Projekte, die mir sonst nicht aufgefallen wären, bei denen ich sage, cool, die sehe ich wie Startups. Und da kann man mal 100 Euro reingeben. So sehe ich es für mich halt. Und wenn das Ding mal 5000% macht, weil halt doch eine FIFA in dieses Projekt einsteigt, so im Jugendfußballförderprogramm oder so, dann kann es sein, dass es durch die Aufmerksamkeit halt doch mal 5000-6000% nach oben geht. Und dann ist ein 100 Euro in so einem Projekt halt eine gute Investition. Genau. Gut, dann danke ich dir für das kurze Update, für die kurze Aktualisierung, Alexander. Und wünsche dir für das und für dein Projekt und für deine Investitionen alles Gute und euch bis zum nächsten Podcast oder Blockchain Espresso. Tschüss. Bis dann, Leute. Ciao.